NRW Benjo. Der nächste bitte, hier der alte Mann, der kann sich nur nicht bewegen, der hat einen Hexenschuss. Komm, sag nah an. Ich grüße dich, moin moin. Moin moin, Kerl, was gibt's? Ich hab gestern war ich schon für einen Ride-Along eingetragen. Ich hatte halt. Echt? Also, darf ich nochmal zu Ende das ja, bringen? Entschuldigung, erzähl sie. Kein Thema. Ja, Problem war irgendwie. Okay, jetzt sind sie weiter. Ich ehrlich. Alles klar. Ja? Ich dachte, jetzt kommt abgelehnt. Nee, abgelehnt. Ja, okay, alles klar, weiß ich. Ja, für den noch, ciao. Na komm, jetzt nicht, Entschuldigung, hallo. Kein Thema. Ja, also jedes Mal, wenn ich quasi dann gerade hier war, dann hatte die irgendwelche Einsätze und dann wollte ich heute Mittag weitermachen, hatte die wieder Einsätze. Jetzt, ich habe die Woche quasi. Hallo? Meine Herr, warten Sie mal ganz kurz, wir haben einen Einsatz, ja? Ja, super. Okay, wurde beendet. Erzählen Sie weiter, der Herr. Einsatz schon beendet, oder? Ja, ist beendet. Stelle, Gloskowski schickt mich wegen Redlong. Ich soll mit dir reden. Ja. Ja, ist auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie aus Langeweile mache. Ich habe mich bei euch beworben und ich wollte nochmal ein paar Erfahrungen sammeln und sowas. Alles gut, klar. Dann geh da mal hin, sag ihm das, Kilo. Alles klar, Kilo. Ich danke dir, ne? Ja, und ich darf, Kilo. Gloskowski, ne? Ach so, macht ihr das gar nicht so? Nee, also du kannst mir Kohle geben, aber... Ja, was ist mit den Fingern denn los? Was ist denn Elo, hallo? Ja, haben Sie Kilo, oder was? Hast du mich verarscht, Alter? Warum hab ich dich verarscht? Das sind beides Regierungsbeamte. Nein, der verarscht dich, Kerl. Sprech dir nochmal an. Der verarscht dich. Hey, geht's nein, sprech dir nochmal an, das ist ein PD-Beamter. Sag ihn, Herr Herr Fahrenheit, ich weiß ganz genau, dass Sie beim PD arbeiten. 2 Minuten. Geh da hin, sag ihm das. Der heißt Herr Fahrenheit. Geh da hin und sprech ihn an. Ja, da kann ich nicht helfen. Ich mach das. Ja, der. Kerl, Alter. Was ist das denn für ein Typ? Steh nicht. So, ich bezahle meine Tickets, ja? Ja, ey, Kerl, und schneid dir die Haare, sonst komme ich raus mit einem Baseballschläger und schlag dich zusammen. Okay. Ich nehme mir alle, ey, ich nehme alle aufs Korn, ist mir scheißegal, Livestream. Das ist so geil. Nur nichts verraten. Ah! Schlägst du mich? Weiß ich nicht, das hatte so. Ich hab gehört, was auf dem Boden liegt, darf man treten. Dafür kriegst du eine Aufweige. Alter, hier. Falls es nicht trifft, meine Rotfirmencode erstmal. Bam! Lass mal 5 geben, so, okay. Warte. Lass uns mal so 5 geben, abklatschen, okay, warte. Okay, 3, 2. Warte noch nicht! Okay, jetzt 3. Okay, nochmal 3, 2, 1. Ja, dann machen sie den Automaten nicht kaputt da hinten. Sonst kriegen sie Hausverbot. Kaffee ist leer. Das Geld gehört da rein. Wir haben da drinnen gerade eine Fallklärung. Dementsprechend warten Sie da draußen. Die Leitstelle wird sich sofort um Sie kümmern und schreien Sie bitte nicht rum. Alle Mitarbeiter befinden sich derzeit im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Der ist vielleicht ein bisschen übermüdet und brauchst einen Schlaf, verdammte Scheiße. Ja, keine Ahnung, wer den kleinen Löffelchen spielen und ich gehe da jetzt rein und mach den großen? Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Komm, ich gehe jetzt einfach mal nach hinten. Ja, geh mal rein und mach mal den... Ja, schade. Die Tür ist zu, was ich klemmt. Ja, dann kommen wir später nochmal. Ich glaube, der macht gerade nichts. Alle Mitarbeiter befinden sich derzeit im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Keine Gesetze und so, ne? Keine Gesetze. Ja, keine Gesetze sind außer Kraft getreten. Das ist für eine komische Regel, hast du aus einem Panini-Album oder was? Die habe ich mir gerade so aus dem Arsch gezogen, ne? Dann merke ich schon. Also ich komme schon. Guten Tag, was kann ich für Sie tun, die Herren? Ach, guten Tag. Guten Tag. Er ist wach. Alles klar bei Ihnen? Ja, alles bestens. Ach, da ist er wieder. Ja, ich glaube, alle Mitarbeiter befinden sich derzeit im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat eine Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Ich glaube, der hat Diabetes oder sowas. Deswegen geht immer in den Sekundenschlaf. Hallo. Alter, das ist so der eine Mitarbeiter, hallo, der guten Tag. Sich jetzt in den Kartons verstecken würde, nur um sich von der Arbeit zu drücken. Was kann ich für Sie tun, die Herren? Ja. Schönen guten Tag. Sie legen sich doch gleich wieder hin. Der wartet nur, bis du dein Fall... Der Herr! Ich hab nicht so viel Zeit, was kann ich für Sie tun? Ja, also pass auf.
Ich rede extra langsam. Der ja komm, erzähl jetzt, erzähl doch mal. Ja, der Kaffeeautomat hat mein Geld geklaut. Mann, das ist so ein Mix, Alter. Mach dich fertig, Alter. Alle Mitarbeiter befinden sich derzeit im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Ich kann mir vorstellen, dieser Mann, der hat sich schon vor Lachen ein bisschen ins Höschen genässt. Der macht sich lustig bei uns. So ein kleiner Pipi-Tropfen. Los, komm, also wenn das Zopf nicht einzieht, dann kriegen Sie gleich einen Platzverweis, ne? Oh Jungs, warte mal. Du schreit doch nicht die ganze Zeit. Guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Ja, da steht doch jetzt wer. Ja, ich würde gerne einen Ride-Along machen. Ein Ride-Along? Sowas bieten wir nicht an. Tut mir leid, der Herr. Nächster, bitte. Oh, Mann, ich darf keinen Ride-Along machen. Der Herr, was kann ich für Sie tun jetzt? Ich habe nicht genügend Zeit hier für diese Scheiße. Ich vertraue Ihnen einfach nicht mehr. Dann gehen Sie bitte. Fake-Polizisten haben mein Auto heute konfisziert und das steht jetzt bei den Wolkis. Was also. Wollen Sie dann bei den Echten? Also, verstehe ich nicht. Ja, dann haben die falschen Polizisten nicht auch eine Leitstelle? Ist legal. Nee, die haben keine Leitstelle. Aber die nehmen sich auch Zeit für ihre Leute und schicken die nicht die ganze Zeit in den Warteschleife. Ach du Scheiße, was ist das denn? Komm, wir radieren hier wieder aus den Freundschaftsbüchern Alle Mitarbeiter befinden sich derzeit im Kundengespräch. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Den Rest mache ich weg hier. Von wegen freundlich und nett und Freundschaft. Ja, so. Dicke Finger wird noch drauf gemalt. So, der Herr, was kann ich für Sie tun? Ne, fahren Sie bitte weg.